Hey yo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Total War Warhammer 2 mit Clan Morse. Jetzt nimmt er auf, sehr schön. Ja, cool. Gut, was ist mein Plan? Ich glaube, ich wollte weiter Geld machen. Ich glaube auch, dass ich künftig dieses Gebäude nicht mehr bauen werde, weil es absolut nutzlos ist. Ich meine, man zahlt 2500. Ne? Für ein Gebäude, das einem irgendwie 20 bringt. Wisst ihr, wie viele Runden es braucht, bis sich das amortisiert? Es kostet außerdem noch Nahrung. Und die Korruption ist, naja. Na, muss man ganz ehrlich mal sagen. Vor allem hier oben zum Beispiel, in Schwarzfels, da macht es halt 4 und es ist halt so witzlos wenig Geld. Es ist so wenig. Was ich mal gucken könnte, wäre, ob es dafür eine Mod gibt, die das fixt, oder ob es einfach nur so gewollt ist, aber dann ist das Gebäude absolut nutzlos. Na? Workshop. Ich guck da mal kurz rein, einfach weil mich das interessiert, ob es da was gibt. Redkin. So, googeln wir mal Redkin. Nein. Mafia. More Trade Resources. Nö. Aha. Alles. So, Mafia. Bei Redkin findet er gar nichts. Bei Skaven findet er auch nichts. Auch interessant. Warum? Hä? Okay. Dann gehen wir mal über Steam rein. Jetzt bin ich sehr gespannt. Okay. Ich gehe hier bei Total War 2 rein. Wargroove hat ein Update. Auch interessant. Dann in den Workshop. Googeln wir mal Redkin. Findet er gar nichts. Krass, Mann. Bei Skaven findet er ganz, ganz viel. Googeln wir mal nach Underground. Nee. Nö, 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 nö. Wenn ich noch Skaven dazu tue, dann findet er wieder ein bisschen was, aber da ist nichts dabei. Es gibt keine Mod, die das richtig stellt. Ist halt die Frage, ob es einfach nur ein Fehler ist oder irgendwas. Aber gut. Lassen wir es, wie es ist. Das Gebäude ist absolut nutzlos. Ich könnte es jetzt verkaufen. Ich sehe halt nicht, welchen Sinn dieses Gebäude hat. Schau, ich meine... Man zahlt, schaut mal, wir rechnen es mal durch, okay? Machen wir mal ein bisschen Mathe. Es kostet am Anfang 2,5. So. Das heißt, man zahlt 2,5, 15.000. Und ich bekomme am Ende, wenn es gut geht, 137. Das sind 109 Runden, die es braucht, bis dieses Gebäude auf höchster Stufe sich lohnt. Und ich verliere halt ends viel Nahrung dadurch. Das Gebäude ist so nutzlos. Es ist schlimm. Es ist wirklich, wirklich schlimm. Wisst ihr, was ich ausprobiere? Pass auf, passt auf. Jetzt prüfen wir was. Ich will das wissen. Ich will das wissen. Ich starte jetzt einen neuen Skaven Run. Okay? Passt auf. Wir starten einen neuen Skaven-Run. Wieder hier. Clan Morse. Voll egal. Okay. Wir gehen rüber nach wie hieß denn das? Giftlichtung? Keine Ahnung. Das erste Settlement. Voll egal. Gehen wir rüber. Untergrund-City. Weil am Anfang habe ich noch keine. Dann bauen wir die Mafia. Wenn es Geld gibt. Ja, sollte Geld geben.
Und dann gucken wir mal, wie viel Geld ich bekomme. Ich will das wissen. Ich mache nichts sonst. Gar nichts. Na? Ich schreibe mir. Oder mein Screenshot. Mal gucken. Dreck Ja, erfüllte. Dreck erfüllt, wird egal. Ja. So. Ich ist mein, mein. So, wir bekommen 611. Ich mache hier die Steuern aus, damit die vollkommen egal sind. Okay? Ich gehe hier hin. Run, Fools! Blub, 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 blub. Der macht 100 Geld. Perfekt. So, Clanratten. So. Ganz schnell durch. Voll egal. Ich will das jetzt wissen. Ich möchte wissen, ob dieses Gebäude sich lohnt oder nicht. Ich glaube, es lohnt sich überhaupt gar nicht. Aber ich möchte einfach sicher sein. Das probieren wir jetzt aus und dann gehen wir zurück ins normale Spiel. Ich bin so gespannt. Und ich muss natürlich hier noch gucken, dass ich die Aufnahme wieder sehe. Genau. Okay. So. Wir gehen darüber. Autofight. Der Rest spielt keine Rolle. So. Easy. Tiefenreich. Auf Wiederschüssen. So. Boom. Okay. Der steht hier. Das kostet halt Geld, ist voll egal. So, immer noch 3000 und sonst nichts. Armee 2226. So. Jetzt bin ich gespannt. Wie viel Geld kriege ich dadurch? Fünfzehn. Challenge me. Fünfzehn. Bekomme ich wirklich nur 15? Oder ist es ein Anzeigebug? Also, wir haben 9451 plus 785. Okay. Schauen wir mal. 15. 15. Ja. Also rein theoretisch scheint es zu passen. Haben wir hier irgendwo eins, das richtig Geld gibt? Eher nicht, ne? Ja, da kann ich jetzt wenig machen. Weil, wenn ich 15 bekomme, von 100, 15% sind 15%. Dann passt das. Dann würde sich das Ding doch wieder krass lohnen. Dann ist es halt nur ein Anzeigebug oder so. Ist aber dann voll egal, ja, whatever. So. Das ist halt so das Ding. Okay. Also ist schon gut, ne? Weil dann würde ich von den 2000 irgendwas 440 bekommen. Ja, mach ruhig, das ist voll egal. Ja, whatever. Kriegt alle Geld. Viel Spaß. So. Willst auch noch Geld? Ja, klar. Geil. Okay. Ah ja. Let me think about it. Okay, dann lohnt sich das ja doch krass. Spiel laden, ja. Okay, gut. Nicht, dass ich es überspeichere, das wäre echt kacke. Okay, dann
Dann lasst mich mal gucken. Weil da unten... Also, da ist es ein Anzeigebug. Aber im Dings hat es richtig funktioniert. Dort oben. Ja, das heißt, es lohnt sich doch krass in solchen Gegenden. Also hier würde es sich dann heftig lohnen. Weil, wenn ich das ausbaue, sagen wir mal 2900 mal 0,3 sind 870. Mal 0,15 sind 435. Hier lohnt sich das richtig heftig. Na? Klar, die minus 80 sind krass. Die werde ich nicht kriegen. Obwohl, schon heftig. Obwohl, je nachdem könnte man das hier abreißen. Ich meine, das sind flat 500, aber... Oder man baut halt nochmal, dass es wirklich nicht entdeckt wird. Zahlt die 300, kriegt aber krass viel raus. Das kann man sich überlegen. Ah, hier habe ich 5000. So. Das wären ja... Ich will das durchrechnen. 250 plus 500. So. Plus 500. Hier. Ja gut, will ich jetzt nicht alles durchrechnen. Aber hier müssten das ja dann... Okay, hier ist 0. Aktuell. Aber hier sind es dann... 71. Ist jetzt nicht krass gut, aber... Naja. Haben oder nicht haben. Okay, ja gut, dann weiß ich ja Bescheid. Also das ist halt ein komischer Anzeigebug, aber hier müsste richtig stehen. Das heißt, in Camry zum Beispiel würde sich das krass lohnen. Also, was heißt krass lohnen, aber... Ja, das haben wir ja schon. Genau. Recht gut lohnen. Weil 1000 mal 0,15, ja, 150. Ist jetzt nicht super heftig, aber... Camry ist auch noch nicht so heftig ausgebaut. Na? 150 ist okay. Dann dauert das 10, 12, 20 Runden. Ja, nicht ganz 20. 20 nicht, aber ist okay. Hier hingegen lohnt es sich gar nicht. Das ist halt komplett kaputt. Da wird auch geplündert, da wird auch geplündert. Ich hoffe, die machen das nicht kaputt. Warte mal. Okay, ich möchte ja weiter, ne? Ich möchte ja... Achso, ah. Ja, der ist jetzt nicht so gefährlich. Ist aber auch was wert, kann man sich auch schnappen. Der goldene Turm, ah, schaut's mal, der goldene Turm. Ist wieder was wert. Da könnte man ja dann wieder 1000. Also alles ab 2.000, 3.000 würde ich sagen, lohnt sich. Wie schaut denn das in Itza eigentlich aus? Ah ja. Oh. Okay, sobald... Soll ich es abreißen? Ich meine, wäre ein krasser Boost, aber eigentlich bringt es mir was. Forschungsrate 10% ist nicht schlecht, aber so viel zum Forschen habe ich jetzt gar nicht mehr. Vor allem nichts Nützliches. Also das ist ganz gut, klar, aber da brauche ich noch das Arsenal. Das sieht gut aus. Ja, aber hier in Itza zum Beispiel macht das richtig Sinn. Hier ist es nicht schlecht. Auch wenn es nicht krass gut ist, aber es ist nicht schlecht. Hier ist es okay. Hier müsste ich mal einen Tunnel bauen. Das hier ist sehr gefährlich zu entdecken. Itza.
Das ist Subatum. Itza. Subatum. Genau, das ist Subatum. Itza. Itza. Mine. Könnte sein, dass die übernommen wird. Vielleicht aber auch nicht. Aber mal gucken. Axotl. Zeichen der Alten und Axotl. Ja gut, das geht dann nicht mehr. Okay, also da muss ich echt mal gucken, wie ich das mit dem Geld mache. Also das Gebäude kann sich schon krass lohnen. Should kill when muss ich mal schauen. Warte mal. Ah ja, das ist ja gar nicht so schlecht. Ja. Ja. Clanratten, warte. Skrolk. Hast du viele Clanratten? Du hast einige Clanratten. Aber ich glaube, das ist insgesamt besser. Weil das minus 1%, die Clanratten sind eh schon so günstig, whatever. Okay. So, der will weiter. Nach da. Skrolk. Ich weiß gar nicht, was ich mit denen jetzt mache. Du. Plünder das auch noch. Wenn ich da hingehe. Ah ja, ich werde es nicht kolonisieren, das nicht. Islamia. Oh, Lamia ist schon wieder sehr viel wert zum Plündern. Sollte ich mir holen. Okay, pass auf, ich gehe jetzt hier hin. Mach dieses Rätsel. Ah, Sudoku. Oder so. Okay, schauen wir mal, ob ich es im Kopf kann. Sonst wird es schwierig. Man muss natürlich mit der Farbe und den Dingern schauen. Aber das sieht einfach aus. Hier. Okay, 1, 1, 4, 4, 4. Dann muss hier eine 4 hin. Dann muss hier eine 2 hin. Okay, und hier eine 1. Also 4, 2, 4, 1, 2. Gut. 4. Die muss hier in schwarz oder blau oder rot. Nee. Blau-rot kann sie nicht sein. Gelb kann sie nicht sein. Dann muss sie schwarz sein. Eine schwarze 4 hier. Okay. Eine schwarze 4 hier und eine gelbe 2 dort. Gelb. Dann schwarz. Knifflig. Weil blau und rot können beide Male hier sein. Hier muss eine 4. Ich glaube 412 hatten wir gesagt, ne? Boah. Nur welche? Genau, hier muss eine 2 hin. Wenn hier keine 2 und hier keine 2 hin. Muss hier eine 2 hin, genau. Und hier eine 1. Nur welche 1? Das ist die Frage, weil blau kann ich hier hin, nicht hier hin, und rot kann ich hier hin, nicht dahin. Rot kann ich hier hin, das heißt, rot muss hier irgendwo sein. Ich krieg's nicht im Kopf hin, sorry Leute, ich muss es mir aufschreiben. Okay. Ist einfach so, ne? Ist einfach so. Also, 2 blau, 1 rot, 4 schwarz, 3 gelb, dann 1 rot. 3 blau, wissen wir nicht. 4 gelb, 2 schwarz, 3 schwarz, 4 gelb. Okay, was hat man gesagt? Hier ist 4 und da ist 4 und da ist 4. 4, 4, 4. Das heißt, hier muss eine 4 hin, dann muss hier eine 2 hin. Wenn hier eine 2 und hier eine 2 ist, muss da unten eine 2 hin. Das heißt, hier muss eine 1 hin. Da muss eine 3 hin und da muss eine 1 hin. Und jetzt ist nur noch die Frage, was sind die Farben? Schwarz geht hier nicht und hier nicht und hier nicht. Das heißt, der rote muss 4, das ist hier oben, der muss schwarz sein. Dann ist der gelb.
Wenn wir hier gelb und hier gelb haben. Moment, hier gelb und hier müsste die zwei gelb sein, das geht aber nicht. Nee. Gelb haben wir ja schon. Schwachsinn. Gelb ist durch. Gelb ist fertig. Schwarz, schwarz, rot, blau oder blau noch. Schwarz. Das ist halt doof. Weil es könnte beides sein. Das ist jetzt halt ein Gegamble. Das ist schlecht gemacht. Oder übersehe ich da was? Boah. Also der ist 2 gelb und der ist 4 schwarz, würde ich sagen. Ne, das ist klar. So. Weil hier kann kein Schwarz, hier kann kein Schwarz, hier kann kein Schwarz. Das heißt, die 5 sind leer. Der muss schwarz sein und gelb genau das gleiche. So, bei blau ist halt doof, weil klar, hier kann kein blau sein und hier nicht. Aber da kann eh kein blau sein, weil hier ist gelb und hier schwarz. So. Und rot ist genau das gleiche. Das heißt, ich kann mir aussuchen, ob hier rot hinkommt, dann muss rot hier hin. Oder blau hier hinkommt, dann muss blau hier hin. Das ist halt doof. Das ist auf jeden Fall eine 2, aber welcher? Ich habe keine Ahnung, wie ich das herausfinden soll. Weil das Ausschlussverfahren funktioniert nicht. Boah. Schwarz. Ne, genau, dann kann hier rot sein, dann muss da blau sein. Aber hier könnte auch blau sein. Das ist halt das Ding, wenn ich hier rot habe, dann habe ich hier blau, dann habe ich hier blau, dann habe ich hier rot. Rot, 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 rot. Ja, das geht. Und blau geht sich auch auf. Blau, 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 blau. Gut, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie ich es herausfinden kann. Vielleicht geht beides. Ich nehme blau. Blau war falsch. Warum auch immer. Keine Ahnung. Warum muss es rot sein? Warum musste es rot sein? Macht so keinen Sinn. Weil du kriegst nur schwarz. Schwarz kann hier nicht sein und hier nicht sein. Und hier nicht. So. Oder darf es diagonal irgendwie... keine Ahnung. Also was man noch hätte sehen können, ist, dass die Diagonale aus zwei schwarzen und zwei gelben besteht. Und dann könnte man argumentieren, dass die andere Diagonale aus zwei blauen und zwei roten bestehen muss. Aber ob das so zählt, ich weiß es nicht, ganz im Ernst. Keine Ahnung, das ist... Das ist strange. Aber okay. Muss man sich mal merken, mal gucken. Ich meine, meistens ist da eh bloß Schrott dabei, deswegen... Voll egal. Gut, der plündert, der läuft, der plündert. So. Die Frage ist, möchte ich... Weil Lamia alleine werde ich nicht wegbekommen. Mit nur einer Armee wird das schwierig. Na, wird sehr schwierig. Deswegen würde ich sagen, der kommt mit. Also die 5000 würde ich mir schon gerne holen. So. Okay, okay. Gut. Should kill when get a chance. Yep. Okay, ansonsten kann ich jetzt hier herzlich wenig tun. Untrusted worm. Poison after. Poison after, ja. Das nehmen wir noch. So, ansonsten bauen. Geht ja gerade nichts, ne? Ich meine, das könnte ich noch bauen für. Ja. Ja, das ist okay. Warte mal, brauche ich das Wachstum? Ja. Ja, schadet nicht. Nehmen wir das Wachstum mit. Wachstum, Wachstum. Irgendwann reißen wir es ab, aber bis dahin. So, hier ist wieder schlecht. Hier müsste ich mal bauen. Genau, hier müsste ich mal groß hochbauen. Gibt es etwas, das öffentliche Ordnung schafft? Ah ja. Aber eigentlich ist doch Korruption gut für mich, oder? Nee, ist nicht gut. Ja, aber ich will sie, ja. Ich meine, wenn ich die minus 2 weghaue und dafür die plus 4 bekomme, dann wird es ein bisschen besser, ja, aber. Ne, ist eigentlich egal.
Ist eigentlich egal. Lass mal, wie es ist. Passt schon. Okay, okay. Ratok, den kenne ich noch. Das ist eigentlich immer der erste Lizard-Schamane von Krokka. Ja, und ihr wundert euch bestimmt, warum ich jetzt Spezi aus einer Flasche trinke. Weil ich habe mir bei Lieferando einen Chicken Burger mit Pommes bestellt. Und Mango-Creme als Nachtspeise. Da sind so Mandelsplitter drin. Hat ganz gut geschmeckt, war nice. Beziehungsweise die Mandelsplitter habe ich noch nicht gegessen. Aber. Demon-Crawler. Naja. So, wir gehen dahin. Zum Plündern. Oh, das gibt Geld. Okay. Ja gut, der wird nicht angreifen. So, das Geld geht langsam hoch, sehr schön. Der plündert und nimmt ein. Das ist ein Problem. Ja, der wird das kaputt machen, ne? Ich glaube, er macht's kaputt. Ah, naja. Der Krokka kommt da nicht hin. Ich glaube, der macht's kaputt. Ich würde es jetzt mal abreißen. Ich meine, die 250 tun dann so ein bisschen weh, aber ganz im Ernst, sicher ist sicher. Weil wenn das... Klar, dann habe ich 1000 verloren, weil ich wieder neu aufbauen muss. Aber das ist immer noch besser, als die 2,5 komplett zu verlieren. Bin ich ehrlich. So. Den kann man angreifen. So. Entscheidender Sieg. Ja, nehme ich jetzt. So. Ausrauben. Und dann. Tiefenreich. So. Und warum habe ich jetzt hier diesen Scheiß? Ah, der hat den Ritus durchgeführt, hier von Sotek oder so. Ja, ja, ja. Auch interessant. Ist aber nicht so tragisch, der kann auch... Ja, das ist dir mir egal. Lel. Gut, da kann man natürlich wieder das da bauen, ganz klar. Das lohnt sich hier nicht. Das Plünderlager. Aus lokalen Siedlungen. Mehrzahl. Das wäre auch noch interessant zu wissen, wie das Plünderlager funktioniert. Würde ich... Ja, 4 Runden. Aber ich würde es gern ausprobieren. Aus lokalen Siedlungen. Mehrzahl. Weil hier steht aus... Ach so, ist gleich. Ja, okay, nevermind. Das heißt, da krieg ich 10%... Ja. Das ist so ein Multikulti-Gebäude. Aber... Oh. Nee. Okay, bauen wir das Nahrungsteil noch? Würde sagen, ja. Okay. Der läuft noch. Eigentlich. Ja, um den muss ich mich mal kümmern, dass der gescheit läuft. So, dann bauen, bauen, bauen. Hier geht's immer noch nicht. Na doof. Weil hier würde ich langsam schon gerne mal die Glocke bauen. Na? Aber gut. Hm.
Gut, der hat noch Dringo-Dratz. Wissen wir es. Ist das denn Dingo-Dratz? Hier. Okay, ich sehe nicht, dass Valyssas Leid noch viel machen wird. Ich könnte noch die Bittersteinmine bekommen. Aber die Eisenfelsen habe ich schon, ja. Das heißt, in der Krummzahnfeste Dingodratz, Karak-Atzgal, das habe ich auch noch gar nicht. Morgheim, Karak-Atzgal, Karak-Atzgal, Krummzahnfeste, Bittersteinmine, Krummzahnfeste, Morgheim, Krummzahn, Morgheim, ja. Also hier würde es sich lohnen, dieses Gebäude zu bauen. Ich glaube, hier kann ich das eher abreißen. Das müsste seine Schuldigkeit getan haben. Hier müsste ich langsam echt mal dieses Gebäude bauen. So, und Schwarzfels ist so, hier lohnt es sich heftig, das Gebäude hochzubauen. Das sollte ich demnächst auch machen. Vielleicht gibt mir ja einer von denen ein bisschen Kohle. Maybe we can do a deal. Curses! Snitch, Master of Death and Kill. Here you no, no. Wie wär's mit 500? Reicht nicht ganz, aber na also. So. Dann kann ich das jetzt ausbauen. Dann geht's hoch von 20. Ja, das passt noch. Das passt noch. Cool. Sehr cool. Dann müsste das Geld bald auch wieder höher gehen. Gut, das bauen wir noch. Die Frage ist, braucht er den Nahkampfangriff? Er macht eh kaum Schaden. Das würde bei den Skaven tatsächlich irgendwie Sinn machen. Obwohl, das ist nur für ihn. Der ist halt auf seinem solchen Minitekel. Ja gut, die Trefferpunkte zu erhöhen macht Sinn. Das macht Sinn. Dass er ein bisschen mehr aushält. Das ist halt vollkommen egal. Geschwindigkeit und Vitalität könnte aber auch Sinn machen. Ja, ich glaube, das gehe ich noch runter. Die Seuche. Sie ist nicht schlecht, aber er ist eher so einer, der beschwört halt Stuff. Und die bufft ein bisschen. Das nehmen wir jetzt noch. Das ist für einen Punkt eigentlich geschenkt. So, Sterblichkeit. Mobilität, ja. So. Der Ruin-Typ, der ist auch, der ist auf einer Höllenglocke. Auch toll. So, was bringt das jetzt? Nix. Dann nehmen wir die Todesraserei. So. Das ist der da, der gute Quickie Quick. Oh, plus 6 Abwehr ist sehr stark. Na gut. So, würde noch irgendwer mit mir handeln? Der da, aber der will halt nicht. Ich weiß halt nicht warum. Naja. Dass ich auch im Krieg mit den Chaoskriegern bin, ist halt irgendwie komisch. Ich meine, die tun mir nichts, die sind mir ziemlich egal. Was war das jetzt? Irgendwas ist hier rumgesprungen. Er hat die besten Wörter. Nein, ich will mit dir kein. Du bist zu schwach. Du bist einfach zu schwach. Wenn du jetzt auf meinem Niveau wärst. Hätte ich gesagt, okay, maybe, aber so, nee. Gut, ich zieh mich zurück. Retreat now, now! Das ist in Ordnung. Weil jetzt kann ich die als nächstes Blitz schlagen. Ne? Und dann hau ich sie weg. Klar, das Plündern ist doof, das weg ist, aber die 500 wären geil gewesen. Aber
Ich krieg gleich eh viel mehr Geld. Weil ich jetzt zwei Armeen zum Crushen habe, das ist richtig gut. Zwei Armeen. Okay, ja. Okay, cool. Habe ich die Helden wirklich auf sehr schnell gestellt? Ja. Okay. Gut. Ja, komm, mach weg. Hier, die ganzen Helden zu sehen. Ein Nicht-Angriffspakt. Wollt ihr dafür auch was zahlen? Na dann nicht. Also geschenkt, umsonst? Nö. So. Fruchtbarkeitsriten. Okay, ja gut, für drei Runden. Okay. Okay. Ja, da plündere ich mal. Warte mal. Stalk Sneak, yes, yes. Obwohl, Wald ist nicht so gut für die Katapulte. Nein, das gibt richtig Kohle. So, der geht da dazu. Truppen auffüllen, jetzt schauen wir mal. Ich sehe keinen großen Unterschied. Ist aber egal, die Katapulte. Ja. Ist egal. Gut. So, jetzt. Lieber Bobanicus, was auch immer das sein soll für ein krasses Buch, dass der da so aggregiert dafür. So, hier haben wir vier Katapulte, hier haben wir nur drei und eine Kanone. Ja, Clan Pestilence. Ich hab dich rekrutiert, du kannst jetzt zu mir, ne? Pech gehabt. So, Noch mehr M. So, jetzt haben wir das da unten abgerissen. Er belagert aber noch. Ich warte mal ab. Okay, ich warte hier mal ab. Es könnte gut sein, dass sie das kaputt machen. Ja. Der ist eh. Ja, der ist eh ziemlich los. Das kann ich mir leisten. Das kann ich mir leisten. Das ist fast geschenkt. So, was gibt's hier noch? Nix Gescheites, ne? Nehmen einfach Zeugs. Ich glaube, irgendwann habe ich alles und dann ist es eh egal. So. Dauert halt nur, aber whatever. So. So, ich könnte die jetzt Blitz schlagen, aber ganz im Ernst, der ist Force March. Der kommt hinzu. Ich greife jetzt den da so an. Weil der kann nicht abhauen. Der andere will fliehen. Dann ist es ein Easy Free Win, bei dem ich gar nichts verliere. Ich könnte es Geld nehmen. Bei so viel Nahrung mache ich das auch. Ich frage mich, wie die Untoten Nahrung geben, aber... Yo, Skaven können wahrscheinlich alles essen, sogar Knochen. Glückwunsch. Tote Sandknochen. Geil. So, wenn ich den auf 25 kriege. Ringbell. 26. Passt. Er muss nicht ganz drauf sein. Nur in, ganz in der Nähe. So, nochmal sie. Die brauche ich halt nicht in die Schlacht, ne? Sind wir uns einig? Das ist Schwachsinn. So, plündern. Und der kann ja noch irgendwo hinlaufen. So, ich habe wieder Geld bekommen. Schönes Geld. Dann würde ich sagen, dieses schöne Geld wird benutzt, um Stuff zu bauen. Zum Beispiel, ja, das dauert noch. Ich reiß das Ding jetzt an. Es ist cool und so, aber ich brauch's hier nicht. Ist so egal. So, der baut ein bisschen. Aber ich könnte schon noch auf... Bau mal erst den Tunnel. Bau mal erst den Tunnel. Hualotl. Yep. Ja, bau mal erst den Tunnel. Okay. Das glaube ich sicherer.
Hier müsste ich auch mal einen Tunnel bauen. Ja. Too weak to betray. Pest, oder? Okay, der könnte kämpfen. Aber der ist halt auch ziemlich... Oh! Was ist das denn? Verstärken ständig selbst. Deals Damage. Um sich herum. Ah ja! Und dann kriegt er noch mehr Defense und Stuff und ja... Ist okay. Er ist ja eh kein Kämpfer. Na, ist er ja nicht. So. Okay, wir brauchen... Der Giftsegen ist schon nicht schlecht, ne? Kostet weniger. Machen wir das mal so. 10 Nahkampfabwehr gibt... Wow. Okay. Genau, dann gehen wir hier weiter, damit er die Kanalisierung noch irgendwann kriegt. Okay. Gut, tut mir leid, dass ich so ein bisschen langsam gerade bin, aber ich muss mich hier ein bisschen durchfriemeln. Stopp. Immer erst die Defense hochschrauben. Okay. Ja, läuft doch. Oder? Würde ich sagen, läuft. Alles klar. Oh wow, da kam noch eine Verstärkung. Aber nachdem ich da 7 Katapulte und eine Warpblitzkanone habe, also 7 Katapultbataillone, was halt 7 mal 8, könnt ihr jetzt im Kopf ausrechnen, müssten 56 sein. Ja, das ist eine Menge an Wumms, mit denen ich die Untoten kaputt hauen kann. Und klar, ich plündere die dann, ne? Ich raub die aus. Die können sich wieder... Er hat es zerstört. Seht ihr? Aber ich habe alles abgerissen, also ist okay. Passt. Und jetzt plündern die. So, die 13. Intrige. Instant. Die ist so wichtig. Gib mir die bitte sofort wieder. Dann... Hole der Mai. I say, say move. Lord Skrulk. On to hell, hell. Okay. Gut. Ich belagere erstmal. Plündern werde ich erst, sobald ich das fertig habe. Jetzt schauen wir uns noch Quiek an. Der goldene Turm hat keine sehr gefährliche Armee, aber er hat schon Stuff. Ne? Tempelwächter sind sehr stark. Das ist allerdings Giga Garbage. Und ich glaube, das kann ich komplett zerstören. Gibt auch Geld. So, da würde nicht sterben. Trotzdem würde ich das... Wie schaut denn der Bums hier aus? Okay, lasst mich erstmal gucken. Ich möchte nämlich... Ich bin am Überlegen, ob ich nicht irgendwann demnächst noch wo Städte bauen soll. Aber erstmal würde ich... Also Karaxorn steht gut da. Hat auch schöne Defense-Dingsies. Der da muss endlich mal ausgebaut werden. Da muss ich mal hochkommen. Stufe 4 und gut ist. Warum ich jetzt wieder so wenig Gold habe, verstehe ich nicht. Achso, weil ich nicht doppelt am Plündern bin. Ist halt krass, was Plündern für einen Unterschied macht, ne? Aber okay. So, Lamia ist natürlich wertvoll. Hat eine Menge Stuff. Er macht gerade nicht mehr so viel Geld. Egal. Gut, da oben kann ich gerade nichts tun. Okay, dann. Red Mage. The Vermintide. Dann greifen jetzt hier an. So. Ratten. Ja, ich hätte ein paar dazu tun können. Ist egal. Ist egal. Er hat ja nur diesen Billo-Quatsch hier. Ne?
Und wenn der klumpt, macht's das noch einfacher. Ich warte erstmal auf alle Katapulte ab. Obwohl, ja, aber dieses Mal werde ich das Feuer aufteilen. Ich werde nicht immer mit allen 8 Katapulten oder 7, ja, die Kanonen schießen auch drauf, auf dasselbe Ziel feuern, weil ich glaube, es ist besser, das Feuer aufzuteilen, weil der Overkill einfach zu krass ist. Das probiere ich mal aus. Außerdem geht es schneller, wenn ich 2 Einheiten auf einmal kaputt mache. Oder 2 plus Splash. Ich glaube, das ist deutlich besser. Ja, müsste deutlich besser sein. Ich finde es halt krass, wie die Gegner nichts gegen Katapulte tun können. Gar nichts. Sie sind da komplett lost. Das ist echt heftig. So. Was ist das denn? Okay. Schreit der? Er schaut nicht so sexy aus. Bin ich ehrlich. Also wenn er sein Maul zuhält, würde ich sagen, ja, kann man machen, aber so schön ist das jetzt nicht. Na gut. Muss ja nicht schön sein, ist nicht meine Stadt. Who cares? Warbreitling Cannon. Ah ja, richtig. Vergesst bitte nicht. Okay. Vergesst bitte Folgendes nicht. Weil er wird ja wieder in die Katapulte irgendeinen Müll spawnen. Und das möchte ich nicht. So. Und deswegen machen wir das so. Gut, wir warten ein bisschen ab. Trollololol. Die stellen wir dann auch entsprechend auf. Einfach, damit wir hier kein Missverständnis haben, ja? Okay. So, Katapulte, kommt's mal alle her hier. Fehlen noch 2. Genau. So. Schön gemacht. Ihr geht's bitte nicht ganz so nah ran. So, dauert alles ein bisschen. Perfekt. So. Euch stelle ich so auf. Gut. So. Gut. Alles klar. Dann bin ich hier mit dem ganzen Bums fertig, was meine Aufstellung angeht. Sobald der die Ushabti ruft, ruft er sie nämlich komplett in eine sehr stark stehende Armee, wo er keine große Chance haben sollte, viel Schaden zu drücken. So, dann nehme ich jetzt alles und schieb alles ein wenig nach vorne. Die 3 und 1 werde ich noch ein bisschen weiter nach vorne schieben. Dann, damit die Katapulte auf derselben Höhe sind. Erstmal feuert ihr bitte nicht. Ich möchte mir das anschauen. So. Man muss diese Belagerung ja anständig durchführen, ne? So. Genau. Gut. Dann habt ihr jetzt die Erlaubnis zu feuern. So. Schön.
Ihr dürft noch ein wenig näher ran. Und ihr auch ein bisschen näher ran. So. Einfach nur, damit ihr die Reichweite habt, die ihr braucht. Damit alles schießen kann. Genau. Aha. Sehr interessant. Die wollen gar nicht feuern. Also sie könnten. Aber sie wollen nicht. So. Können die Kanonen da wirklich durchschießen? Wo sind die denn? Ah ja. Okay. Gut. Schießt alles. Bewegt sich nicht viel, so soll es sein. Okay. So. Da kommen die Kanonenschüsse durch, die sehr wenig Schaden machen, aber ist ja erstmal egal. Okay. Schauen wir mal, ob wir die Katapulte kaputt kriegen. Wäre natürlich gigantisch gut, wenn dem so wäre. So. Naja, eher nicht. Okay. So, da könnt ihr noch drauf schießen. Vielleicht geht auch ein bisschen an der Turm kaputt. Bumm. Bumm, bumm, bumm. Bumm, bumm, bumm. Ja, schöner Schaden. So. Irgendwas dort hat. So, jetzt hat er diesen Schwachsinn gemacht. Guck mal. Dort. Und wir alle. Das ist immer eine Warp. Habe ich nur einen Warpy? Ne, da ist der andere. Okay. Gut. So, das eine Katapult wird böse angegangen. Sollte aber nicht lange dauern, bis es verteidigt ist. Hoffentlich. So. Okay, das eine Katapult wurde komplett zerstört. Schade. Aber gut, der hat sich halt hier die Seite ausgesucht und da Bums gemacht. Naja. Bedauerlich, aber so ist es. So. Gut, das hat er zerstört. Schade. Aber na gut. Weiter geht's. Da können wir noch drauf schießen. Die nicht. Ihr könnt nur da drauf schießen. Ich mach die mal auf 5. Au! Oh, ja, genau doch. So. Okay. So, schöner Schaden. Ja, also sollte easy machbar sein. Na. Genau. Genau. So, hier schön Schaden böllern. Jo, das tut ordentlich weh, das schmeckt. Der kann seine Ziele mal selber aussuchen, wie er lustig ist.
Gutes. So, ein feindlicher Turm wurde zerböllert. Das ist auch sehr gut. Dann gehen wir da nochmal drauf. Also das eine Katapult zu verlieren hat weh. Wenn es ganz kaputt ist, tut es richtig weh. Weil es halt wieder zwei Runden sind, in denen ich irgendwo stehen und ausbilden muss. Aber gut, das ist dann so. Das werden wir machen. Ich würde diese Türme gerne zerstören. Die nerven mich echt krass. Aber gut, geht halt nicht. Also kann halt wirklich wenig machen. Hat einmal jetzt so Shabdi gerufen, die waren eklig, aber okay. Whatever. Der Rest interessiert halt herzlich wenig. Das Tor ist auch bald kaputt. Und komm ich da durch? Ich kann natürlich auch so angreifen. Ne? Schauen wir mal, ob das klappt. Ah ja, kann man so in die Richtung ballern. Nee. Ja, schießt einfach da hoch. So kann man es auch machen. Wieder was gelernt mit Alt. Na, kann man hier auf den Turm schießen. Na los. Der Sieg ist sehr nahe. Oh ja. Der macht da nicht mehr viel. So, ich würde das zweite Tor auch noch kaputt schießen, wenn ich es kann. Oh, der Schaden lässt sich sehen. Ist jetzt nicht optimal, aber es geht schon. Ob sie das noch kaputt kriegen, ist die Frage. Sieht aber so aus, als könnte es ganz knapp klappen. Naja. Ja, dürfte klappen. Na komm. Okay. Gut. Ihr geht da rein. Und ihr geht da rein. Und los geht's. So. Weil der hat da ja jetzt nicht mehr allzu viel, was er machen kann. Ne? So, Katapulte töten. Die Blitzkanone, die hat. Ah ja, die hat tatsächlich auch Schaden gemacht. Aber nicht so viel wie hier die Katapulte teilweise. So, Giff, der geht hier rein. Sehr schön. Genau. Feiglinge oder Krieger fliehen. Ja, das können sie. Können sie machen. Who cares? So. Ihr geht da lang. Und ihr geht irgendwie da lang. Und gut ist. So. Also das, was hier oben ist, kann ich echt ignorieren. Wenn wir ganz ehrlich sind. Voll egal. So. Okay. Ja gut, der sollte vielleicht ein bisschen aufpassen hier.
erforschen. Der kann nur die da rufen, okay. Du solltest eigentlich das drauf zaubern. Dann ein bisschen debuffen. Dann selbst buffen. So. Rufen. Feiglinge fliehen. Das höre ich nicht so gern. Aha. Ja, gut, solange es die beschworenen Clanratten sind, ist es egal. Ich dachte, ich hätte noch einen, der Stuff beschwören kann, aber wahrscheinlich habe ich da keinen. Army Lost Penalty gewonnen. Okay, gut, easy. Na komm, geht's schön drauf. Dann tot. Gut. Seltsam, heute Mittag war komplett kalt alles. Heiß. Dachte gegen den PC, weil der so heiß. Jetzt habe ich Tür zu, jetzt ist Abend und ist trotzdem jetzt kalt. Ganz komisch. So. Also. Was lebt denn da noch? Ist es die Kalida wieder? Nö, ich hab die. Voll egal. Gut. Nicht perfekt, aber anständig. Ich wünschte nur, ich hätte eine Katapult besser verteidigen können, aber naja, war halt nicht, ne? Ob das jetzt verletzt oder tot ist, weiß ich nicht. Weil man halt hier im Battle Report auch nur die Hauptarmee sieht, nicht die Nebenarmee. Was auch schade ist. Ich wünschte, da könnte man ein bisschen scrollen. Ich wünschte auch, dass man den Battle Report, den man hier sieht, weiterklicken könnte, manuell, und nicht, dass das Spiel das für einen entscheidet, okay, jetzt hast du genug gesehen, das war's. Und außerdem, was noch? Victory. Ja, ab der Hälfte kann man nicht mehr drüber gehen. Okay, das Katapult ist sehr kaputt, aber na gut. So, wie viel Geld gibt's? Das ist anständig. So, wir rauben's aus. Tschüss. Leave nothing. Dann plündern wir und plündern. Oh wow. Schön. Ah, wow, die sind wieder voll. Krass. Okay, nehme ich. Nehme ich sehr gerne. So, wo geht's weiter? Hier. Und boah. Der kann ja Schaden machen. Aber ich glaube, der braucht eher ein bisschen mehr Tankiness, der gute Quick. So, jetzt haben wir hier noch eine Belagerung, die wir genauso machen können. Ja. Und los geht's. Puh, die sind anstrengend, die dauern echt lang, aber. Muss. Es ist keine Belagerung. Oh shit. Dann hätte ich weit mehr Ratten mitnehmen sollen. Ungeil. Ja gut. Ich darf nicht in den Wald. Das wird eklig. Das wird super eklig. Die Jazales verstehe ich noch immer nicht. Das sind so Scharfschützen-Teams, aber ich habe nicht das Gefühl, dass die irgendwie Damage machen. Sie sind schon gegen Infanterie gut, aber gegen was für Infanterie? Keine Ahnung. Gegen gute Infanterie? Gegen schlechte Infanterie? So, gambeln wir mal ein bisschen. Hat sich nicht gelohnt. Oh Gott. Okay, schade. Ja. Da kann man nicht hin.
Okay, über die Bäume schießen geht schlecht. Oh, das schaut hier so beschissen aus. Okay. Gut. Na dann, Flanking-Shots. Keine Ahnung. Warlock-Techniker, der kann hier noch dazu. Flanking-Shots. Das ist so strange gerade. Ich stehe hier so schlecht. Na gut. Erstmal ranholen die Leute. Der böllert schon wieder. Aua. Master Ambusher. Das Gute ist, die Echsen sind nicht gut dabei, wenn sie hier seitlich irgendwo reinrennen. Aber Krogar ist ein Problem. Krogar ist ein richtiges Problem. Ja. Krogar ist ein echtes Problem. Oh Mann. Die machen nichts mehr? Aha. Ungeil. Gut, von hinten kommt gerade nichts. Oder stirb, Rattenmut, ja, kannst alles machen. Whatever. Die Warp-Border stirben bald. Das schaut so schlecht aus, Mann. Ich krieg halt auch keine Flankings, kein Flanking hin. Oh boy, die Katapulte sind schon komplett useless. Einfach mal alles random aktivieren. Tempelwächter sind halt fies. Die müsste ich wegknallen. Irgendwie. Ja, macht noch ein bisschen Damage. Ich mache halt gerade echt keinen guten Kampf hier, ne? Also gar nicht. Get them! Slay them! Our tail's yours! Now ready!
Doch da ist so ein Problem. Der ist sehr low, aber der könnte das noch überleben. Maybe. Ich glaube, der muss da eher ein bisschen weg. Scheiß Sales sind da hinten. Oh, die hauen. Okay, na gut, die müssen weg. Okay, ich glaube, ich hab's geschafft, aber puh. Uff. Das war alles andere als gut, das war komplettes Desaster. Also da hat. Boah, das Katapult ist wahrscheinlich komplett am Arsch. Da hat das Terra überhaupt nicht geholfen. Gar nicht. Und ich hatte auch viel zu wenig Ratten mitgenommen. Das war auch schlecht. Das war sogar sehr, sehr schlecht. Mal sehen, ob was gestorben ist. Die Katapult, das Katapult könnte wirklich gestorben sein. Der Rest... Ich meine, die Clanratte ist egal, aber... Ja, Clanratten, Katapult, Red Guards, zwei Stück gestorben. Boah, teuer. Okay, wir rauben es aus. Dann Unterstadt. So, zwei Red Guards, ein Katapult und eine Clanratte. Ja. Gut, dann geht der jetzt erstmal nach Hause, weil der hat genug. Aber der goldene Turm. Ja. Machen wir mal so. Und in Theotica. Ja, da lohnt sich das Gebäude aktuell noch nicht. Ab 1000 würde ich sagen. Ja, 150 ist nice. Na, aber sonst. Ne. So. Stinks like a glacier. Na. Der Warlock-Techniker stand auch nicht richtig, ne? Nee. Ja, da habe ich alles falsch gemacht, was ich falsch machen konnte, glaube ich. Bei der Schlacht. Dass ich die Red Guards verloren habe, tat auch weh. Hm. Na gut. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich weiß noch nicht, ich glaube, ich mache halt vielleicht bis 10. Das wären jetzt noch ungefähr eine Stunde. Du willst Frieden? Kannst du denn dafür zahlen? Nö. Ja, dann nicht. Wenn du zahlen kannst, dann nicht. Ist mir egal. Gut. Khemri? In Khemri, da müsste ich gleich mal gucken, ob ich da das Gebäude habe. Ihr wisst schon, das eine, das Stuff kaputt macht. I do not care. Ja, der ist ähnlich gut. Er ist auf der linken Seite, wo ich gerade keine Truppen habe. Das macht Sinn. Mit dem will ich gerade auch gar nicht kämpfen. Das ist solide. Schön, dass du mir das vorschlägst. Okay. Und dann... Ah. Money. Uff.
Eher nicht so. Gut. Let the bell scream, scream. Scream, scream, genau. So, wir marschieren nach Hause. Quick says no. Quick says no. I say yes, yes. Gut. Dann runter und plündern. Ja, dann gehe ich jetzt mit denen runter und plündere. Wow. Ach, die können auch im Plündermo. Hä? Der kann im Plündermodus laufen. Das ist ja strange, aber okay, gut, cool. Libras, 5000 hole ich mir. Also so machen die Skaven tatsächlich Spaß. Ne? Plünderst da rum, fühlst dich ziemlich ätzend für deine Gegner. Das ist schon nice. Da gibt es wieder Nahrung. Würde ich jetzt mal bauen, Nahrung ist gut. So. Ja, der will noch nicht handeln. Mal gucken. Ich würde aber gern mal mit ihm handeln, ne? Irgendwann. Weil so ein bisschen was zum Handeln habe ich. Glaube ich. Okay. Ja. Ich könnte wieder eine neue Armee ausheben, aber wir haben ja gesagt, ich möchte erst auf 10.000 Geldüberschuss kommen, bevor ich irgendwann wieder Geld für Armeen ausgebe. Ja, genau. Macht, glaube ich, nämlich einfach Sinn. Das ist wichtig. Ich muss mich nämlich langsam mal ausbauen. Ich müsste auf Tier 5 kommen. Einfach, damit ich ein paar neue Optionen habe. Ob ich die Seuchenmönche ausbilde, weiß ich nicht. Sie sind nicht schlecht. Die hauen mich jetzt nicht weg. Das ist eine Fliege. Schläft da gerade, mega ätzend, aber okay. Ach, Leute. Alles nicht so einfach. So. Ist die Frage. Da ist gar nichts. Boah. Ja, ich glaube, ich muss es alleine machen, solo. Aber ich habe jetzt 8 Clan-Ratten dabei. Das müsste gut sein. Ich werde die auch sofort beschwören. Und zwar die erste bei mir. Und wenn der da die Seuchenmönche rufen kann oder so, dann auch instant. Einfach damit der Cooldown losgeht. Weil mit der Mod passiert dann nichts. So, ich gamble jetzt nicht. Gut. Wir stellen uns da oben auf den Hügel. Rattling-Kanonen, zack. Zack. Dann die noch dazu. Die Clan-Ratte nach außen. Die auch. Machen wir erstmal die, dann die. So. Die stellen sich hier hin. Der ist low. Der Techniker steht. Genau. Jupp. Oh, plus 50 Genauigkeit. Not bad.
Okay. Magic shredding. All Phantom Flurl. Genau. So. Wollt ihr schießen? Wollt ihr schießen? Dass die nicht schießen, ist schon ein bisschen doof. Weil die könnten natürlich. Rocky Chargers! Warp Grinder! Council's Command! Nothing now! The Plague Monks, ja! Plan Rats! So. Scary, yes! Yes, yes! Yes, yes! Move, move! Scary, yes, yes! Plan Rats! Machen wir es mal so. Na gut, wenn sie nicht rankommen wollen, müssen sie nicht, ne? Super. So, jetzt geht er drauf. Ah, er kommt von der Seite. Jetzt wird's ätzend. Okay, genau, weil er geht hier krass auf die Katapulte. Das ist richtig ätzend. Okay. Ätzend. Gut, aber ist halt so. Ich werde hier halt gut gebumst und muss er gucken, wie ich zurechtkomme. Ja, das ist alles. Wir werden den Kanonen irgendwo Damage fahren, oder? Ah, Leute. Aha. Hat sich das jetzt gelohnt? Ich kann es nicht sagen. Keine Ahnung. Gut, ich müsste es schaffen, aber naja. So, schön von der Seite. Wieder noch weghauen. Okay, jetzt haben wir es geschafft. Wieder sehr teuer, aber das war halt ein Risiko, das bestand. Krieg muss halt nach Hause und sich ausruhen. Und seine Armee wieder auf Vordermann bringen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich wieder Clanratten ausbilden will. Vielleicht sind Clanratten, so diese Clan Moors Dinger besser. Als die normalen Clanratten. Müsste ich mal gucken, wo da der Unterschied ist. Könnte sein. Ja, vielleicht nicht schlecht. Und wieder ist was gestorben. Genau. Geld brauche ich nicht. Dann nehmen wir jetzt das da.
Sacrifice to the 13. So. Waffe Zwergenfluch, okay. Planmangel ist auch nichts Besonderes. Das trifft bitter. Keep Gracie scum away. Ach, ich muss mich da nochmal durchkämpfen, Leute. Why? Battlefight, yes, yes! Kill slave things, yes, yes! Gamma is ready. Okay. Move, move! So, du beeilst dich jetzt und läufst heim. Lauf, lauf schnell und weit. Und gut ist. Alles klar. Dann. Go. Go. Hier hat's was, das gibt ordentlich Kohle. Aber da kommt man echt schlecht hin. Okay, das ist geschenkt. Ja, ja, das hat mich geschenkt. Plündern! Und natürlich Tiefenreich. So. Dann können wir da wieder Geld machen. Viel Geld gibt das nicht. Da drüben wird der Tunnel gebaut, das braucht Zeit. Geld. Und Nahrung. So. Es braucht noch 3 Runden. Wow, dauert das lange. Krass. Okay. Dann können wir Mäuerchen die Goldmine ausbauen. Das ist teuer. Gibt aber... Warte mal. Macht das aktuell Sinn? Recruitment Cost. Steuersatz, dafür weniger Nahrung. Hm. Ja, aber Nahrung brauche ich gerade. Ich meine, ich könnte die Nahrung auch wegmachen. Ein bisschen. Aber so viel Geld verdiene ich ja nicht, als dass sich das lohnt. Klar, 25%, das wären 250. 250, ja, puh, weiß nicht. So, Trophäensammler. Und den Rest warte ich jetzt ab. Den level ich nicht mehr, den Quiek, bis er Level 40 ist. Weil dann weiß ich, welche letzten Punkte ich ausgeben kann und dann ist gut. So, Geschwindigkeit. Ich meine, Angreifen braucht der nicht. Das ist kein Angreifer, ne? Mach mal lieber mal Führerschaft hoch. Andererseits... also ist klar, Geschwindigkeit. Das ist halt so wenig. Was bringt mir das? Er kommt vielleicht ein bisschen schneller raus, aber normalerweise willst du gar nicht, dass der Probleme hat. Wow. Aha. Okay. Ja. Whatever. Der Warlord-Techniker. Ja. So, der könnte eine gute Waffe brauchen. Klar. Lieber mal das, ich glaube, das ist besser. Okay. Jo, Das bringt ihm zwar nicht viel, aber egal. Oh, warte.
Dann machen wir es lieber so. Okay. Gut. Wir aushalten. Quick leveln wir nicht. Da bin ich mir noch ein bisschen unsicher. Aber ich, mit dem will ich nicht kämpfen. Das ist halt. Ja, der hat viel Rüstung, aber der kassiert halt trotzdem. So. Ja, in der Not das da. Es ist ein Priester, der hat hier Leute rufen. So. Ist das wieder dieses Tropfen-Dingens? Ja, voll useless. Das ist besser. Buffen. Ja, buffen. Buffen und dann. Wer ist das? Okay. Machen wir die fertig. Oder. So, Breeding Rights. Rettungszauber. Das ist stark. Das ist nicht schlecht. Das ist egal. Okay, nehmen wir das mal. Rettungszauber ist immer gut. Ist aber sehr, sehr stark. Mehr Winde der Magie. Und der. Das da. Obwohl Clanratten, Skrolk. Ja, aber die kosten eh schon so wenig. Gut, das war das Geld, das war das, das war das. Okay. Okay. Draht sehr wenig Geld, was ich habe. Liegt daran, dass ich nicht plündere. Weil beim Plündern bekommt man Geld und die Einheiten werden günstiger, was sehr stark ist. 5%. Das ist schon sehr stark. Ich frage mich, was mit Tic-Tac-Toe passiert ist. Na, das. Tlaqua? Nee, ja, wie hießen die? Doch, müsst. Nee. Hier war Tic-Tac-Toes Fraktion Tlaqua? Ich bin mir nicht sicher. Könnte sein. Auf jeden Fall Tic-Tac-Toes Fraktion. Die ist ja mit 2 Armeen hochgekommen. Und dann habe ich davon nie wieder was gesehen. Ist schon ewig her, ne? Aber. Ja, was willst du machen? Was willst du da tun? Mit dir mache ich bestimmt keinen Frieden und Dings. Weil die. Diese Fraktionen, diese rot-schwarze Fraktion, die sind dann im Frieden mit dir. Ne? Und das Einzige, was danach passiert, ist, dass sie einfach bei dir reinrennen und plündern, weil du kannst nichts mehr dagegen tun. Mega ätzend. Und das braucht's nicht. Gut, die können weiter runtergehen. So. Blub, 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 blub. Und der kann nach Hause. So. Schön Richtung Heimat. Home sweet home. Imrik ist tot. Okay. Immer noch. Gut, nächste Runde kann ich ausbilden. I am a gracious host. Stop this! Wie mad er wird, wenn ich ihm Handel vorschlage. Auch unglaublich. Hier sehe ich gar nichts mehr. Okay. Ich müsste auch mal gucken, dass ich. Ah, bei Camry wollte ich noch schauen, ne? Ja, bei Camry mache ich aber schon ein bisschen Geld. Das könnte ich auch abreißen. Ich meine, die Forschung ist nice, aber. Was will ich damit? Ja, Heldenkapazität für Warlock-Techniker. Okay. Ist nicht schlecht. Ne, Warlock-Technik. Aber die kann ich gerade eh nicht ausbilden. Weil ich dafür dieses Gebäude brauche. Und hier kriege ich einen. Und hier kriege ich 2. Und.
Eine Seuche verbreiten, ja, das brauche ich nicht. Den brauche ich. Zwei Runden. Easy. Ja, und dann kriege ich wieder einen, dann baue ich es woanders hin. Ja, Geld gibt Geld. So. Außerdem will ich hier nicht entdeckt werden. Aber ich muss noch so viel ausbauen. Das ist schon krass. Hier, Krummzahnfeste, habe ich das schon? Das ist gut. Karak-8-Gipfel macht keinen Sinn. Schwarzfels. Hier habe ich das Teil. Was halt echt gut ist. So, wenn ich das jetzt nochmal aufbaue, dann kriege ich richtig Kohle. 7,5. Kann ich nächste Runde machen. Das ist ein großer Bonus. Von 700 auf 1400 müsste es dann sein. Da bin ich gespannt, da bin ich sehr gespannt. 10,60. 20. 40. Uff. Okay, dann muss ich hier eher noch das Nicht-Entdecken-Gebäude bauen. Aber das lohnt sich. Das lohnt sich hier wirklich. Und hier müsste ich die Tunnel bauen. Okay. Na gut. Schauen wir mal weiter. Hackgreif. Dass die da sind? Wundert mich. Wie viele Tomb Kings da sind, ne? Ja, schon heftig. Oh, ich kann gar nicht bis C. Ja, bis, ja, ich könnte. Ich muss auch Küche machen, das ist das Ding. Weil ich ein fauler Bubi bin, sieht die Küche aus wie Schiel. Da muss ich heute unbedingt was machen. Und ich bin jetzt schon Richtung müde Bett. Also Bett, Bier, Bett. Mal schauen. Vielleicht mache ich noch ein paar Minütchen. Mal schauen. Dass die auch so lang leben. Normalerweise längst einverleibt hier von den Grimgorgs oder den Halbmond schlag mich tot. So. Okay. Geld. Please. Und ansonsten. Genau. Ja, bei den hier macht das halt gar keinen Sinn, das Gebäude zu bauen. Hier auch nicht. Da macht es tatsächlich ein bisschen Sinn. Aber hier muss ich jetzt den Tunnel bauen. Wenn der die Eisenmine gebaut hätte, würde es sich lohnen. Aber die hat er halt nicht gebaut, weil dumm. Ja gut, da muss ich warten, bis Karak... Achso, und die Bitterspitze übernommen werden. So, es gibt wieder mehr Nahrung. Und der Start. Lol. Wegen dem hier. Lol. Okay. Ja, das ist ja gut. Das haben wir schon. Das lohnt sich nicht. Okay, aha. Gut. Weiter geht's. Oder Scurry Move. Conqueror still out. Ja, was will er mit so einer Armee machen? Ne? Total dumm. So. Ausbilden muss ich noch. Aber aktuell müsste der Bums sehr günstig sein. So, ich möchte wieder ein Katapult. Die will ich wieder haben. Und dann... Die Sturmratten sind keine Clanratten. Dürften nicht sein, ne? Clanratten, Todeswind, Gift, nee. Kriege ich die denn eigentlich her? Die Sturmratten. Hä? Schattenläufer? Clanratten?
Wieso kann ich die hier ausbilden? Die Sturmratten. Das ist jetzt sehr seltsam. Speere. Die Clanratten kosten halt gar nichts mehr, ne? Warte mal, wie günstig die sind. Ja, die nehme ich jetzt mit. Guckt's mal, die haben klar nicht so viel Rüstung. Und auch nicht so viel Schaden. Aber sie haben einen krasseren Angriffsbonus. Als Sturmratten, was auch komisch, die heißen Sturmratten und sowas. Okay. Nahkampf, ja gut, gut, gut. Geschwindigkeit. Ja, ich nehme jetzt die Clanratten mit, die sind günstig, whatever. Ja. Ich frage mich aber ernsthaft, warum ich die ausbilden kann. Das ist so seltsam. Wo kommen die denn her? Ich habe die nicht gefunden. Clanratten? Giftwindkrieger. Clanratten? Schleuderer? Clanratten? Und das war, also hier kriege ich die bestimmt nicht her. Und hier? Wahrscheinlich, weil ich so ein Ding gemacht habe, oder? Vielleicht. Kein Plan. Kein Plan. Moors Clanratten. Das ist das Ding. Diese Moors Clanratten. Sind die besser? Sind die besser? Nö. Doch. So rum muss ich gucken. Okay, die sind. Oh, die sind. Ja, gut. Okay, okay, okay. Ja, vielleicht mal anders. Aber interessant. Interessant. Gut. Krieg wird nicht gelevelt. Forschung. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Solche Mönche, Plague Monks, Plague Monks. Speed Claw Katapult, ja. Fügt die Armee aus dem Rattenflut Unterstadtgebäude. Rattenflut Unterstadtgebäude. No. Rattenflut Unterstadtgebäude. Ah, hier. Wird dem Besitzer des Krieg erklärt? Unterstadt wird zerstört. Rattenflut. Okay, und dann kann ich versuchen, das Ding einzunehmen, oder wie? Aha. Ah ja, fügt der Armee. Vielleicht probiere ich das irgendwann mal aus, aber es ist halt sau teuer. Weil jetzt musst du die Tunnel bauen, dann den anderen Bums, dann bist du immer noch bei plus 90 to hit, um entdeckt zu werden, weil 140 minus 50, 90, so. Das ist halt sau gefährlich. Ich würde das mal die Kampagnen-Movement-Range bauen. Ich mache so wenig mit Hinterhalt, das ist eigentlich krass. Es hieß immer, ja, du müsstest eigentlich dauernd mit Hinterhalt arbeiten. Ich mache das halt gar nicht.
So, ich hoffe, ich bekomme jetzt mehr. Untrusted worm, poison after. Alter, diese Musik, ne, die bringt mich um von denen. Ist einfach creepy. So, 1, 2, 3. Minus 7. Ich bin gespannt, ob meine Nahrung wirklich jetzt runtergeht. Ich plündere zweimal. Mal gucken. Ich glaube aber nicht, dass das Plündern... Ja, nein. Die Grimgorgs Horde rennt Clan Ashen komplett über den Haufen. Also 1, 2, 3. Ich glaube, das doppelt Plündern bringt gar nichts. Ich glaube es nicht. Dass ich jetzt doppelt Nahrung bekomme, unwahrscheinlich, wahrscheinlich. Also, ne. Ich glaube einfach nicht dran. Was ist denn das da? Achso. Na, schaut nur so komisch aus. Na denn. Ja, Nahrung geht runter. Sneaky Skaven. Ah ja! Züchterclan. Ich weiß nicht, ob der Züchterclan legendary ist. Ich glaube schon. Yep, ist er. Sehr schön. Dann haben wir jetzt bald irgendwann einen neuen legendären Lord, den wir mitnehmen können. Aber das dauert noch. Gut, wir müssen unbedingt... So. Ich glaube, das muss ich nicht wieder machen aktuell. Das ist aber jetzt wenig. Na gut. Wir nehmen es mal mit. Unterstadt haben wir schon. Ne? Dann plündern. Ist Rasetra? Ah, das ist da drüben. Okay, dann passt. Okay. Für einen Moment hatte ich Angst, dass ich wieder eine Unterstadt verloren habe. Das ist ja doof gewesen. Eine Einheit solchen Mönche beschwören. Ja. Genau. Das ist gut. Weil die sind schon ziemlich stark. Okay, der wartet noch. Jetzt kann ich bauen. Dingschredder und Warpblitzkanonen. Jupp. Techniker. Aha. So, was ich brauche, war ja einmal... Ja, ich kann auch das Obsidian, aber keine Ahnung. Das brauche ich. Und Mäuerchen will ich haben. So, Rattling-Kanonen sind ziemlich gut. Aber, naja. Flammenwerfer. Ich verstehe halt immer noch nicht, wie man die Chassails benutzt. Weil die haben dieses Master Ambusher. So now. Genau, die haben Schleichen und Verstecken im Wald. Stalk. Stalk hat sie, genau. Das heißt, eigentlich willst du gucken, dass die von der Seite reinknallen. Irgendwo von ganz weit weg, wo nicht deine Hauptarmee ist. Da hast du die dann stehen und dann schießen die von der Seite die Gegner kaputt. Glaube ich. Ich glaube, so müsste es funktionieren, aber... Ich weiß es nicht. Ich müsste mir da mal demnächst ein paar Guides anschauen, wie man eine richtige Skaven-Armee aufbaut. Weil die Katapulte sind cool. Ich glaube, nur auf Dauer sind sie nicht so gut. Irgendwann wirst du einfach von zum Beispiel Reichland oder so, oder hier, wie heißen da diese Franzosen-Ritter, und dann haben die Tausende von Pegasus-Reitern und fliegende Gralsritter und schlag mich tot.
Und es sind dann so kleine Entities, so kleine Einheiten mit halt 9 oder 12 Reitern. Da bringen dann Katapulte nichts mehr. Katapulte sind gut gegen Tomb Kings, wenn da tausende Skelettkrieger sind. Da sind die gut. Aber ich glaube, die werden irgendwann krass an Stuff verlieren. Und dann brauchst du eher die Kanonen. Welche ich ja dann hier bauen kann, ne? Warblitz-Kanonen. Weil die haben dann den Bonus gegen große Feinde. Hier. Ja, Bonus gegen große Feinde 300. Gegen die sind die gut. Hm. Vielleicht muss ich irgendwann noch mehr Stuff loswerden, aber ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Nose Eye Dominator. Machen wir das so? Nee. Wir machen das so. Explosionsbereich. Calls down. Irgendwas. Beschwört Sturmratten. Naja, okay. Macht Schaden und beschwört was. Auch interessant. So, was bist du, ein Häuptling? Ja. So, ich habe noch Geld, aber ich glaube, ich kann nirgends. Hallo? Hallo? Also. Genau. Genau, den will ich wieder haben. So, und der läuft jetzt. Was macht denn noch richtig Kohle? Ich würde mal Richtung. Ja, das habe ich schon. Ich würde mal Richtung Skavenblight gehen. Hier so die Region. Ich glaube, da hat es noch eine große City, die richtig krass sein kann. Ich glaube schon. Da hat es noch eine Goldmine, aber da komme ich noch irgendwann hin. Genau wie hier so, schaut's mal. Clan Eschen ist so am Arsch. Splitterfels, yo. Aber sobald es kaputt ist und die Orks machen nicht so viel Kohle damit. Festung von Vorag, ja. Hier hat es noch eine Menge Stuff, das gut sein kann, aber. Egal. Wie gesagt, wir laufen eher so, ich würde sagen, hier hin. Wir könnten auch nach da oben, da hat es irgendwo. Irgendwo hier. Hat es das. So ein Höllenschlundteil. Das auch richtig viel Kohle wert sein kann, aber. Ist da das Schwert von Kane? Ah ja, da ist eine Armee mit dem Schwert von Kane unterwegs. Gut, aber wir gehen jetzt erstmal hier so hin, Skavenblight. Gucken wir mal, ob wir da hin können. Mal schauen. Mal schauen. Ja. Ja. Müsste passen. Ich brauche halt irgendwie mehr Geld. Aber ich werde jetzt mit Skrolk und der anderen Armee einmal plündernd komplett runter. Über die Echsenmenschen drüber roffeln. Weil da liegt auch noch ein bisschen Geld. Und dann gucke ich mal, ob ich außenrum so hier hochgehe. An diesen Dracheninseln, glaube ich, hießen die. Rüber. Mal gucken, was da ist. Auf dem Weg dorthin im Meer ein paar Dinge einsammeln, die Geld bringen können, vielleicht, wenn ich Glück habe. Und dann hier gegen Grimgorgs Horde ein bisschen vorgehen und da alles plündern. Ich glaube, das macht Sinn. Mach mich natürlich daheim ein bisschen verletzlich, aber ja, das müsste schon gehen. Das müsste schon irgendwie passen. Clan Mordsippe, ich glaube, das ist kein. Nee, dürfte nicht sein.
doom decay. Ach toll, weil ich jetzt mittendrin. Ja. Reap for pestilence. Gut, weil ich. Decay and die. Weil ich mitten im Einflussbereich der Stadt war, konnte ich nicht durchaus. Auch lustig. So, der plündert da und der plündert da. Oh, das gibt Geld. Hier hat's was Großes. Fluchtdschungel. Da liegt Geld. So, und die bauen halt wieder hier ihren Stuff. Ist aber voll egal. Lamia schaut gut aus. Das Geld passt. Der braucht noch zwei Runden. Okay. Gut. Kann ich sonst noch irgendwo was bauen? Ich glaube nicht. Nee. Ah! Hier ist was fertig. Guckt's mal. Bittersteinmine. Okay, gut. Wenn die Bittersteinmine fertig ist, dann fehlt nur noch Dingo-Kratz. Macht der aber eh nicht. Die Krummzahnfeste macht das. Bittersteinmine, Dingo-Kratz. Katz. Dringora-Katz. What the frick, man. Okay, whatever. Morkheim, Karagasgal, Krummzahnfeste, Karagasgal, okay, kenne ich noch gar nicht, sieht aber gut aus. Vielleicht probiere ich nochmal, vielleicht, nochmal diese Schlachten hier, weil die Rüstung würde, ja, die ist nicht schlecht, und der Zwergentöter, oh ja. Auch nicht schlecht. Mhm, mhm. Okay. Ja, das passt schon. Geld gibt's gerade viel. Wir müssen halt noch mit da drüben nachschauen. Hier müsste ich halt auch noch ausbauen. Ne? Da brauche ich noch die Dings. Hier das. Ich könnte es riskieren, aber... Nee, das baue ich auch noch irgendwann aus, genau. Itza. Nee. Obwohl, Itza. Oh. Hier wollte ich mal das da bauen. Werde ich aber nicht hinkriegen, ne? Do not like your mask, no fuss. Ja, die haben wir nicht hinkriegen. Yes, yes. Ashen sea, ashen here. Yes, yes, we here. No. Komm schon, ich brauch doch bloß 500. No, no. Snitch cannot. I shall, yes. Mappery, if you could on wood. Okay, okay. Very well. I will hear your inane squeaking, Rodent. Rodent. Rodent ist Nager. Okay. You disobey! You have Warpstone, yes, yes. Rodent! You come before greatness. It is normal to fear. I am done. Ja, wie wär's, wenn wir nicht gegeneinander kämpfen? Und du zahlst mir bitte was dafür. Komm schon. Weil das ist egal, das kann ich irgendwann brechen oder nicht. Das ist voll egal. You are in the court of a king. Okay. So, Itza gibt Geld. 2,7. 15%. 7,3,1,4. 7,3,1,4. Das müsste hier gut. Gut gehen. Ich würde sagen, ich mache jetzt Ende für heute. Bin durch. Das heißt danach ja. Oh. Den Fluch. Ja, das möchte ich. Das ja. Das ist sehr viel wert. Sehr viel wert.
Die Heime der Reptil. Nein. Der Reptil-Dinge können nicht nur geplündert werden. Wir müssen sie in Schutt und Asche legen. Ich will sie aber nicht in Schutt und Asche legen. Ich will sie nur plündern. Weil, wenn ich sie in Schutt und Asche lege, kann ich sie nicht untergraben und dann kein Geld machen damit. Ich glaube, der Untertagebau lohnt sich auch nicht so krass. Müsste ich mir nochmal anschauen, das Gebäude, aber bisher hat es mich nicht überzeugt. Schauen wir nochmal. So, jetzt haben wir 7314 war es, glaube ich, oder? Irgendwie sowas. Schauen wir mal. Krass. Ist egal. Ja gut, klar, das gibt ja jetzt Geld, ne? Itza gibt Geld. Ja, kann ich mir leisten. Kann ich machen. Weil hier steht zwar 446, das sind aber in Wahrheit 460. Und wenn das hochgeht nochmal, dann sind das, also wird der verdoppelt. 8, 9, 20. Das ist ordentlich Kohle. Nehme ich mit. Untrusted Worm. Poison After. Poison After, ja. So. Der braucht noch. Gut. Wir bewegen uns plündernd voran. Horned Rat provides. Doom Manga. Okay. Legs, tails, move. Scurry forward. So. Scorch. Oh, das macht so viel mehr Geld. Aber, oh ja. Oh ja, da muss ich ihn. Oh ja. Moment, kommt der ran? Knapp. In Liber Bubonicus. Choosing. Run, Fools, Fools. Okay. Es schade um die 1000 Gold oder 800, ich verliere, aber die Armee will ich nicht head-on nehmen. Die ist nämlich stark. Na, die ist stark. Lord Skrulk. Ich meine, der Skrulk, der würde die wahrscheinlich schaffen, aber... So. Tempel der Schädel. Genau. Okay, zerstören. Der braucht noch eine Runde. Okay. Dann machen wir jetzt hier Ende. Speichern. Fluchdschungel. Fluchdschungel töten. Nee, ausrauben. Ende. Fluchdschungel. Was heißt denn plündern auf Englisch? Scavenge? Nee. Rob? Nee. Aber wie heißt das? Raid. Raid. Ende. And Raid. After. End Raid Fluchdschungel After. Okay, dann weiß ich nämlich Bescheid, was damit gemeint ist. Damit ihr nicht denkt, dass ich cheaten mit Loops kann, speichere ich natürlich hier nochmal über das Let's Play. Und dann speichere ich nochmal über das andere, damit das der erste ist und ich weiß, was passiert. Wahrscheinlich werde ich es gar nicht wissen, weil ich lade immer mit Starte von Steam. Kampagne fortsetzen und dann lese ich das gar nicht. Aber jetzt haben wir es. Gut, 2 Stunden waren es wieder. Sehr erfolgreich bisher. Mein Money schaut furchtbar aus, aber das wird schon noch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Mir macht das aktuell schon Spaß mit den Skaven. Ich weiß nur nicht, ob ich es richtig spiele. Bitte helft mir. Schreibt Kommentare, vor allem wie so eine Skaven-Armee ausschauen sollte. Das fände ich sehr interessant. Was und nicht nur, ich benutze die Truppen. Das hilft schon, aber erklärt mir die Strategie dahinter. Das ist wichtig. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel schon einen Kommentar in einem alten Video gepostet habt, dann editiert das, falls da die Strategie noch nicht dabei steht. Also ich kann mir das schon so ein bisschen vorstellen, natürlich, aber ich kenne die meisten Einheiten einfach noch nicht. Ich habe mit denen noch keine Erfahrungen gesammelt. Deswegen
Wenn ihr habt, ja, ich stelle die Einheiten in die Front, die dahinter, wenn das passiert, dann das, die Einheiten greifen da an, ich versuche zu flanken oder ich versuche zu kiten oder so, 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 ich skill das, um das zu machen. Auch wenn ihr nicht SFO spielt, sondern Vanilla, es ist sich zwar nicht gleich, aber relativ ähnlich, sagt mir das unbedingt, wie schaut eure Strategie aus, wie schaut eure Armee aus und sagt mir auch, lauft ihr immer in Zweierarmeen rum mit Skaven oder einzeln oder dauernd plündern? Oder dauernd im Hinterhaltmodus. Oder habt ihr halt dauernd zwei Armeen, wo eine plündert und eine im Hinterhaltmodus ist. Und. So wie jetzt. Hier macht Sinn. Ansonsten plündere ich halt mit beiden. Na? Also da erklärt es mir. Und ihr könnt englische und deutsche Begriffe benutzen. Ich glaube, ich komme damit schon klar. Wenn die Begriffe ein bisschen gemischt sind. Voll egal. Also je mehr Input ich bekomme, wie man Skaven spielt, ich glaube, ich kriege gerade so eine Idee davon, aber ich habe bestimmt einige gravierende Fehler gemacht. Vor allem, wie schaut eine Late-Game-Army aus? Im Mid-Game komme ich gut klar, aber das Late-Game, kann eine Late-Game-Skaven-Army alleine mit 20 Truppen gegen eine andere 20-Truppen-Armee bestehen? Gibt es Doom-Stacks für Skaven? Das ist das Ding. Der Total War meinte, also der Legend of Total War meinte mal, ja, Doomstack, nehmt einfach Waffenteams. Ich müsste mir seinen Stream nochmal anschauen, wie seine Late Game Armies anschauen. Aber gut, das mache ich jetzt alles so nebenbei noch, bevor ich dann Küche mache und ins Bett gehe. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag. Macht's gut, bis dann. Ciao. Hey there, thank you for watching. If you'd like to support me, simply hit the thumbs up button. Do you have any wishes, feedback or suggestions? Put them into the comments below. You may also subscribe if you're new to the channel. I wish you a wonderful and stress-free day. Take care. Bye-bye.